Tag, Leute, dann sind wir gegen Union und die schießen wir jetzt aus dem Stadion. Ohne Jan Hochscheid, die ich gerade gesehen habe, habe ich vergessen, wieder reinzumachen. Ja, das ist immer blöd nach der Verletzung, dass du ihn immer rausnehmen musst und dann vergisst du es. Weil sie dir ja nicht immer anzeigen, dass er nach der Verletzung wieder da ist. Schön gemacht, Turnspiel, ne? Hm, finde ich auch. So, da sind wir wieder am Stadion von Braunschweig am Hamburger Straße 210. Nochmal sehen, ob wir heute gegen Union ja fertig machen. Die sind nur 15. Nur 8 Punkte. Wir haben 16 Punkte. Haben ein Spiel weniger. Das ist wohl das Montagsspiel. Aber wenn es im Dunkeln ist, müsste eigentlich das Montagsspiel sein. Das, oder das Freitagsspiel, aber wir haben alle Spiele weniger. Also müsste die zweite, der erste, was ich gesagt habe, stimmen. Das Montagsspiel. Da sehen wir die Unioner Spieler, Parsen. Oder, wer ist der? Krammacher. Nee. Da muss ich sehen in der Aufstellung. Giekiewicz, Kessel, Koray, Reichel, Hedenstadt, Roland, Trojakov, Zivicic, Khalifi, Makenga und Njetzen. Unsere Torjäger und Roland zählt ja jetzt auch dazu. Mit 2 Tor. Sind wir jetzt die Unioner, Haas, Bern, Koblin, Schönheim, Kreilach, genau, aber das Parsen ist der Kapitän und Bern Köplin kennt einen Kumpel von mir, hat er mit dem Fußball gespielt und hat da ganz schön auf die Fresse gekriegt von ihm. Der ist eigentlich ein ganz guter, das Problem ist, er ist sehr, sehr oft verletzt. Aus ihm könnte ein großer werden, ist eigentlich alles drin, er hat eigentlich die Fähigkeiten als Rechtsverteidiger eigentlich gut durchzustarten, ist aber meistens verletzt oder kann sich nicht durchsetzen gegen den anderen Verteidiger, der auf die Position spielt. Da sehen wir Heiner Schnitti. Ach, die Unioner haben Anstoß. Der Ball ist ja nicht auf der Mitte, Junge. Ist ja nicht auf dem Punkt. Ihr Schweine. Ist ja wie in Wirklichkeit, wird die ganze Zeit geschummelt hier. Kreilach. Der neue Kapitäner in Wirklichkeit, der dann nicht mal Stamm spielt. Dafür wurde ja Thorsten Matuschka verkauft, ne? Schade, schade für die Unioner. Bei Cottbus spielt er sehr gut, souverän. Wie immer. Finde ich ihn nur so schlecht gemacht, dass sie den Trainer gewechselt haben. Mit Uwe Neuhaus. Der hieß Uwe Neuhaus. Waren sie immer im Mittelfeld oder haben um Aufstieg mitgekämpft. Nur weil sie diese die Rückrunde da schlecht gespielt haben müssen. Haben sie im Winter noch verlängert. Auf einmal sagen sie, nee, du kannst abhauen, wir wollen dich nicht mehr. Finde ich eigentlich, verstehe ich nicht. Das sind nur noch Fotzen für mich. Dass der Verein sich sagt, so, dann holen wir so einen Trainer, der kommt von United, der wird uns da rausbringen. Wir werden dieses Jahr aufsteigen. Waren die Ziele. Ich weiß es noch. Wir haben jetzt höhere Ziele. Und gesehen haben wir nichts. Die Unioner spielen schlecht. Die haben meistens dann noch Glück, weil der Polter die Klasse hat. Der locker Stamm spielen könnte. In der Erstligamannschaft. Ja, aber das nennt man einfach, ja. Der Uwe Neuhaus hat seine Arbeit nicht schlecht gemacht. Für Union heißt es ja auch eigentlich Minimum nicht um Abstieg kämpfen, meine Meinung. Weil die haben keinen großen, ja, krasse Spieler, die echt was reißen könnten. Der wird auf so ein Özbeck gesetzt. Wo ich mir denke, warum? Warum so ein Vogel? So, jetzt werde ich wieder den Hund erschlagen. Wartet kurz. Komm her. Halt die Klappe. Hä? Fräulein? Halt die Klappe. So, da bin ich wieder. Schnell ging das, ne? Die Geräusche hinten, halt die Klappe. Fräulein, ja, ist ein Weib. Die muss nur meckern. Und dann ist sie noch blind auf ein Auge. Katzenangriff. Die sind so gefährlich, die Katzen. Ja, ja, das ist so das Leben. Früher war mal so ein schöner Hund. Da konnte sie noch ihre eigene Schönheit mit 2 Augen sehen. Und da will ich zurückspielen, was spielt er für einen Pass? Eine Kratte da. Und mal sehen, ob er mal... Yo!
mit der Brust. Fabian Schönheim. Der Ex ist der Ex-Mainzer. Der ist Mainzer gewesen. Da ist, schwirrt irgendwas im Kopf rum und sagt, der war Mainzer. Aber ich kann meinem Kopf nicht immer vertrauen. Der labert auch. Der hat auch ganz viel Scheiße im Kopf. Treuer Kauf. Bakenga, jetzt starte durch. Harald Nielsen. Daniel Haas. Für mich auch kein super Torwart. Ja, da kann der einfach den nicht mehr kriegen. Der ist super gespielt von uns. Einfach ausgekontert. Die Schnelligkeit. Oh, da war noch dran der Haas. Hat aber nicht das Glück des Tüchtigen, dass der gegen den Pfosten fliegt. So ist das Leben, wenn es bei einer Mannschaft läuft und bei der anderen nicht. Ne? Bei uns läuft es gerade. Da, 9. Saisontreffer schon. Schön. Schön, ne? Norwegen hat hier zwei Talente mit Bakenga, die super, super Duo sind. Aber beide sind ja auch nur ausgeliehen. Jo, wieder abgepfiffen, ist klar. Also sind ja viele Spieler ausgeliehen. Mal sehen, was das dann wird nächste Saison. Mit Braunschweig. Ey, Angie, halt die Klappe jetzt. Jetzt reicht's. Kam der Schuh geflogen. Wo bin ich denn? Ich mach den Hunde fertig. Oh, der war schlecht gespielt, aber Bolan, ja, hat die Schnelligkeit. In der Füße. Und jetzt noch, ja, wieder ein super Pall von Treuer Kauf und Harald Nielsen. 2-0 Braunschweig. Wer ist denn mit Union? Die werden doch so in der vierten Liga spielen. Gegen BFC irgendwann. Jetzt kommt raus BFC, ja, Junge, jetzt will ich fertig machen. Tricks Union. Darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag das. Mir ist es egal. Ihr könnt den Hate da lassen. BFC für immer. BFC steht über Union und über Hertha. 10 Titel. Ihr Affen da aus dem Westen, ihr habt da ja nichts. Er hat da zweimal Titel gewonnen. Dann noch Spiel manipuliert. Haben sie mal nicht mal den ja, meine zwei Pokale angeblich, ja, haben wir ja einen dritten, der wurde aber ja aberkannt. Da war irgendwas, war das wegen Spiel? Ja, ich glaube, da war irgendwas. Spielmanipulation, irgendwas war da. Und deswegen wurde der aberkannt, ist mir auch real. Ich bin auch kein Hertha-Fan, deswegen. Lieber TuS Koblenz oder sowas. Harald, jetzt macht er jetzt der dritten. Nee, Parse sind diesem Wies, der Kapitän der Unioner. Hurra, ja, jetzt kriegt er den Ball hier kurz. Spielt den Ball jetzt auf raus. Auf Zivicic. Der Ball. Oh, Daniel Haas. Da muss er sich strecken, um den Ball noch zu kriegen. Und mal sehen, ob wir die. Oh, wieder Koray. Koraya. So, und in der Mitte kommt Kilifi. Der spielt rüber. Auf Treuer Kauf und er zieht. Und. Otsbeck ist im Weg. Kreilach. Hinstad. Der andere Norweger. Bakenga jetzt hier mal. Mit einer Möglichkeit. Oh, will er durch drei Männer durch. Gibt Elfmeter? Ja. Ist das wirklich ein Elfmeter? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde jetzt abonnieren, favorisieren und jetzt packt das rum. Nein. Okay, keine Wiederholung, wie man gesehen hat. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ich nichts gesehen. Mal sehen, ob Harald jetzt wieder den lumreinen Hattrick ballert. Und wieder drinne. 11. Saisontreffer, Harald Nielsen macht den CR7. Bam! Wenn man so viele Tore schießt in der zweiten Liga, jo. Schade, dass er wohl Ende der Saison gehen wird. Der Harald Frenkel. Was für ein Hammer. Aber wenn da der Torwart hinspringt, könnte er ihn haben. Ist er nicht. Deswegen führen wir auch 3-0 jetzt. Zu Hause gegen Union. Und die wollen unbedingt jetzt die Klatsche kriegen. Quirling.
Parsen. Spielt er hier raus. Kuraya im Weg. Ja, klares Foul. Durch die Hosenträger. Die spielt den Ball und da treten wir einfach gegen den Fuß. Ja, Martin Dausch. War der bei allen, dass er, wo er so gut war? War bei allen, glaube ich. Auf jeden Fall war das bei allen. Da hat er mal gezeigt, was er kann. Und dann, ja, bei Union bringt er nichts. Oh, Bakenga gegen Koblenz vorbei. Bakenga gegen... Ja, gegen die ganzen Abwehr jetzt noch ein treuer Kauf. Treuer Kauf. Norman, treuer Kauf! Ach Mann, nicht das 4-0. Ach, den gönn ich doch auch noch ein Tor. Wir dominieren die Liga jetzt. Bin jetzt ins Spiel gekommen, auch wenn wir gegen KSC verloren haben. Da habe ich einfach eine Z-Mannschaft aufgestellt. Roland jetzt. Und wieder Harald Nielsen. Die Abwehr kommt nicht hinterher. Harald Nielsen macht das in Viererpack. Nee, Daniel Haas von hinten kommt. Wer ist das? Keine Ahnung. Mit der Hacke. Bakenga, Boland, Mirko. Boland. Wer war denn das? Wer hat den Ball da abgelegt? War das? Sivetic. Sivetic. Nenne ich ihn jetzt einfach. Sivetic. Türkisch muss es irgendwie. Sivetic. Sivetic. Glaube ich, wird es ausgesprochen. Kann natürlich auf jeden Fall falsch sein. Bakenga startet. Oh, den kriege ich. Los, lauf, Bakenga. Los, jetzt leite weiter. Ach, Mann. Da habe ich den Harald gesehen. Den Harald jetzt. Oh, oh, das wird einfach umgetreten. Da ist schon wieder Halbzeit. Schön, schön. Ja, das muss mein Motto sein. Schön, schön. Willkommen zum schön, schön Verein. ORB gegen Heidenheim. Ein Absteigerduell bis jetzt. Und jetzt Kalifi. Oh, da weiter einen schönen Trick und kommt auch trotzdem noch vorbei. Jetzt kommt Harald Nielsen wieder. Den ersten. Mal gucken, wo er ihn spielt. Harald Nielsen. Jo. Das wollte ich auf jeden Fall so. Okay, er spielt den Ball einfach wieder raus. Treuer Kauf, komm. Heenstart. Boland. Nielsen. Jetzt er hier. Mal auf unseren Skiller hier. Sivicic. Benjamin Kessel. Super Flanke. Da hinten kommt Bakenga. Boland. Ne, Treuerkauf ist das. Und jetzt nochmal hier in Start. Die Flanke auf Harald Nielsen. Der auf ablegt auf Bakenga. Der wieder auf Harald Nielsen. Harald Nielsen. Boah, der rutscht der Ball über den Schlappen. Also was war das für ein Abschluss? Hat er in der ersten Halbzeit viel besser gemacht. Hätte auch schlings 4-0 für uns stehen müssen. Oder alleine gegen den Mann steht. Aber ja, wenn man 3-0 führt, dann kneift man auch ein Auge zu bei sowas. Kalifi jetzt hier wieder auf Heenstart. Und Kalifi kommt jetzt mal wieder ins Spiel. Am ersten vorbei. Am zweiten vorbei. So spielt man Fußball. Und in der Mitte. Oh, Schönheim in der Mitte. In der Mitte. Treuer Kauf. Ah, gegen Polter. Aber wir haben den Ball. Immer noch. Sivicic. Kalifi. Schickt da Boland. Da hier am ersten vorbei. Yo, das ist klares Foul und eine gelbe Karte. Minimum gelbe Karte. Er trifft nur den Mann. Björn Koblin. Koblin. Das kann, muss nicht sein. Auf jeden Fall die gelbe Karte verdient. 57. Minute. Ein Frustfoul, würde man sagen. Da sehen wir uns nochmal an. Vorbei und wird einfach umgesägt, tut er da. Wir könnten ja unseren starken Leister. Jetzt komme ich auf den Namen. Krupke wieder schießen lassen. Der hat da letztens ein Tor geschossen. Schön Freistoß, der aber abgefälscht war. Treuer Kauf. Vorbei. Und der erste vorbei. Harald Nielsen. Ach, Bakenga, lauf doch, startet nach oben durch. Den hast du. Oh, 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 oh. Daniel Haas kloppt den Ball jetzt einfach raus. Der Ex-TSG. Hoffenheim-Spieler. Özbeck. Jo, wird da umgetackelt. Leicht angetackelt, würde ich mal sagen. Oh, Quilling. Instart kommt am Ball. Kreilach.
So, wir decken die Mitte gegen Polter. Jo, da habe ich einen Fehler gemacht. Jo, ist der schnell, der Quilling. Sebastian, jo, da steht er abseits, der Polter. Habe ich schon gedacht, brennen die jetzt raus, Adam Nemitz drin. Ex-Lautner, glaube ich, müsste. Super gespielt jetzt hier auf unserem Skiller, Civitic. Benjamin Köhler, der alte Hase. Ex-Frankfurter. Ex-Lautener. Jo, da war schlecht gespielt. Aber wir kriegen Freistoß. Weil er den Schlappen rüberhält. Ich bin mal gleich hier auf Boland. Die sehen sich aber so ähnlich, Streuerkopf und Boland. So, wieder auf Harald Nielsen. So, jetzt steht. Genau, Bakenga, und jetzt macht das. Schön gesehen. Treuerkauf wieder mit so einem schönen Pass. Ah ja, komm. Komm, das war wieder ein super Tor, Bakenga. Trifft er jetzt auch mal wieder. Was für ein Pass von Treuerkauf. Sieht die Lücke in der Mitte und dann. Bakenga lässt Daniel Haas. Keine Chance. Täuscht den Schuss nach rechts. Vom Torwart aus, aber er macht den links rein. Schön, schön. Sechster Treffer. Wird doch, ey. Hab ich da gesagt, wir schießen Union raus. Und jetzt der nächste. Komm, Bakenga. Komm. Komm. Da geht er rauf. Komm, Bakenga. Hol dir das Ding. Wir wechseln jetzt aus und bringen den. Wir bringen heute wieder den Dennis Krupke für Harald Nielsen. Dennis Doğan kann heute auch nochmal rennen. Korte oder Henrik? Korte ist eigentlich nicht ausgeliehen. Für Khalife heute mal. Ah, sehen wir die Auswechslung schnell gemacht hier. Boland Instart. Gucken wir mal. Rinn die Flanke. Krupke. Dennis Krupke, der steht nicht im Abseits. 5-0. So schießt man Tor. Gleich nach der Auswechslung. Dennis Krupke. Schön, schön, schön. Den gönne ich's doch. Wir sehen nichts. Jens sagt mit einer schönen Flanke und dann mit Krupke und Daniel Haas. Ja, was der Daniel Haas da macht, das ist. Habt ihr gesagt, das ist kein Guter. Der guckt einfach den Ball hinterher. Ich glaube, der wäre sowieso nicht reingekommen. Der war schön platziert. So schießt man Tore. Oder köpft man Tore. Mann, ey, da ist man so fröhlich, wenn man den Krupke immer sieht, wenn er trifft. Mit seinem Alter noch. Super Fußball spielt. Okay, Ring. Da hat der Ball nicht super angenommen. Korte jetzt. Jeden Start. Schickt jetzt nochmal Korte. Ah, da kriegt er den Ball nicht. Koplin. Müssen aufpassen. Die wollen jetzt natürlich Korte mit dem Abwehrierin. Oh. Hat er unseren Doğan ausgeguckt, der Koplin. Oh, die ist gut, die ist gut. Kurze Ecke habe ich mal schnell zugemacht. So, jetzt spielen wir mal schneller vorne. Über Krupke. Der kontert jetzt hier. Alleine gegen die Unioner Abwehr. Dennis Krupke. Dennis Krupke. Der macht das einfach alleine hier. Dennis Krupke. Und spielt den Ball nochmal schön zurück auf Korte. Der auf Mirko Boland. Oh, my motherfucking God. What unbelievable. Alter, was für ein Ding. Gebt mir ein Wichstuch, so geil. Ey, der Boland haut den Ding. Haut das Ding voll im Winkel. Ich glaub's ja nicht. Oh, geil. Das war ein super Ding. Alter. Schön gemacht von Krupke, den Ball getragen und dann passt aber voll im Winkel. Alter, was für ein Longshot, ey. Boom. Der passt aber. Genauer kann der eigentlich gar nicht passen. Der dreht sich weg. Oh, den könnte ich nochmal fünfmal angucken. Wow. Das muss ich rausschneiden. Also muss man nur 19:30. Das muss ich mir aufschreiben. Rausschneiden und vorne ranschneiden. Also tun, ob der Ball rüber geht. 19:38. Ja, lassen wir weiterlaufen. Gegen Union Berlin.
So. Gehen wir weiter ins Spiel. Kann man auch beim 6-0 einfach mal kurz was schreiben. Nennt man Profi. Ja, Kreilach. Du Sau, du. Lass meine Spieler nur. Die feiern noch. Ist das Oldenburg? Wie beim FM? Auch 6-0. Spielen wir mal den Ball rüber. Aber der war zu... Da wird da schon wieder so hoch, der Ton. Jetzt wird auch jeder Ballkontakt gejubelt von unseren Fans. Ist das schön. Oh, Benjamin Köhler. Oh, ist der noch flink? Der ist ja noch flink, aber ja. Civicic ist im Weg. Oh, Parensen kommt jetzt auch mal nach vorne. Sollte er lieber nicht machen, sonst kriegen sie noch wieder einen Konter hin. Und da zwischen Polter jetzt, Enstad, Adam Nemitz. Wenn der flankt, ist das blöd. Aber da ist ja noch der Polter. Yo, Mann, Jungs, ey. Da wollte FIFA noch das Tor. Jetzt spielen wir nochmal cool. Locker runter. Nochmal den Applaus der Fans. Boland, Bakenga, Civicic. Haben den ersten vorbei. Und jetzt Rafael Korte. Da möchte ich natürlich auch nochmal ein bisschen was zeigen. Schickt jetzt nochmal Bakenga. Bakenga schickt nochmal Korte. In der Mitte kommt... Ah, Civicic. Kommt nicht am Ball und damit gewinnen wir 6-1. Ich hab doch gesagt, Unioner Fotz muss mal wegballern. Super Ding, ey. So. Yes, Baby. Die beiden Stürmer 6,7. Sonst alle nur wirklich grauenhaft. Grauenhafte Noten. So. Bakenga, Krupke. Ja. Außer die Innenverteidigung. Doan mit einer 5. Krokai. Kuraya eine 5,8. Benjamin Kessel 6,4, Giekewitz eine 6,3, ist egal. Harald Nielsen 9,8. Oh, besser kannst du gar nicht laufen. Gucken wir uns mal die Ballbesitz. Ja, ey, 13 Schüsse, 11 von King of Store, ey, wirklich. Super Spiel, Passgenauigkeit 81. Besser als der KI und 84 Schussgenauigkeit. Pff, das war ein Spiel. Mehr davon, mehr davon. Da willst du noch immer weiter spielen. Da, ja, ich auch. Mal gleich rinstellen, den Hochschreit. Gegen Henrik Zuck. Wu hat auch schon 2 Punkte gemacht. Kenga, yo. Auf jeden Fall ja ein Hochschreit rein für Khalifi. Weiter. Gegen den TSV 18. 60 München. Darf ich kommen? Ja, ja. Dann so, und dann sehen wir uns gegen TSV 1860 München. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende und bis dann.